Ja, warte, Steuerung, ne? Ja, Steuerung macht das Ganze wesentlich einfacher. Dann baller das da rein, hol das da raus und schnappe dir 33 Lenfel. Wo wir gerade bei allgemeinen Factorio-Sachen sind, die ich vergessen habe. Man konnte auch hier unten die Dinger festtackern, ne? Schmeiß das da alles mal raus. Ich hätte gerne Lenfel auf Slot 1 mit mittlerer Maustaste. Rohre, Untergrundrohre, Panel und Akkus. Und Poles. Und Licht. So, und die letzten drei Slots sind variabel, je nachdem, was ich gerade machen möchte. Das ist okay. So. Müsste das okay sein. Ich bin da vorsichtig, nicht, dass ich wieder irgendwas, ne, neue Symmetrie minimieren muss. Ja, das ist ein Wort. Das reicht immer noch nicht, ja. Nee. Akkus sollte ich auch mal erweitern. Das reicht sonst nicht für die Nacht. Heißt, wir nehmen einfach diese Landzunge hier und ballern die jetzt voll mit Akkus. Oh, Fische. Zing. Ha. Wir gehen angeln zwischendurch. Aber ich habe noch nirgendwo ein Rezept gesehen für die Fische. Weil das wäre ja auch so eine Ex-Nihilo-Sache, weil Fische kommen immer wieder aus dem Nichts des Wassers und bringen so Ressourcen. Aber eine Fischfilteranlage wäre dann doch ein wenig eklig, oder? So Fische zerhäckseln und gucken, was rauskommt. Mit so mini kleinen Steinen, die manchmal drin sind und so dann einen Steinblock zusammenkriegen. Das ist ein sehr komischer Gedanke. Ja, schmeiß weiter Schlacke rein, ist alles gut. Die halten nicht die Nacht über. Da muss mehr her. Und wenn die Stromversorgung steht, erst dann kann ich mich dran machen, in die Richtung zu erweitern, um ein bisschen Platz zu haben zum Rumtüfteln. Wir haben jetzt, ne, braune Algen, grüne Algen, Stein und Schlacke, was durchgehend am Laufen ist. Aber die nächsten Schritte. Also Kohle, Holz vielleicht. Ich habe irgendwas in Zellulosefasern gelesen. Aus grünen Algen. Zellulose Paste. Brauchen wir Sodiumhydroxid? Keine Ahnung. Chlormethangas. Wir werden irgendwo eine Kette von Gasreaktionen aufbauen müssen, um an diese abgefahrenen Sachen ranzukommen. Weil Sodiumhydroxid wird auch ein, zwei Zwischenschritte haben, bevor man das herstellen kann. Also definitiv mehr Platz. Und hier wird dann das Holz. Also man stellt. Oh. Ja. Duster. Man stellt die Faser her aus den grünen Algen, die Paste her aus der Faser und dem Sodiumhydroxid oder das andere, je nachdem, was einfacher herzustellen ist. Und die beiden dann zusammen, Paste und Faser, geben das Holz. Wir können aus der Faser direkt schon Pellets herstellen und aus den Pellets Briketts. Aus den Briketts können wir Kohle machen? Hört sich so an, oder? Kohlebriketts? Also Holzkohle statt. Ja. Das heißt, wir können jetzt schon wo ist die Zellulosephase? Habe ich noch gar nicht aufgebaut, ne? Das kriege ich hin. Wo war ich gerade? Hier. Das ist in einer Chemical Plant. Oder alternativ einem Liquefier, weil da die komischerweise dieselben Rezepte wie Chemical Plant. Ja, hier, Zellulosephase. Rein damit. So, also ich habe jetzt schon die Möglichkeit, durchgehend Kohle herzustellen. Keine Holzbretter, dafür bräuchten wir halt diese Paste, den Leim. Aber Kohle kann ich herstellen. Dafür bräuchte ich Kohle war. Oh, Steine. Ganz reguläre Steine. Kohle wollte ich herstellen. Hier. Kann nicht von Hand gefertigt werden.
Ja, wahrscheinlich ein stinknormaler Uralt-Furnace. Hm? Baller das da mal rein und stell ein paar von den Briketts her. Da, Holzbriketts. Bin auch schon mal gleich im Viererpack hergestellt, das ist super. Und da ist die erste Kohle. Schön. Und damit können wir jetzt diese Filterframes zu Kohlefiltern machen. Muss ich gucken. Ich muss erstmal mal im Kopf das alles hinbekommen, wie die Reihenfolgen sind, ne? Also hier Mineral Water. Ist das Mineral Water? Ne, Saline Water zu Braunalgen. Mineral Water. Da kommt gerade gar nichts an. Ist hier was kaputt? Ah, Steine fehlen. So. Genau. Mineral Water plus CO2 macht grüne Algen. Sowas ähnliches haben sie auch beim Mars vor, oder? Algen hochschicken, um dann die Atmosphäre zu... Ne? Ja, also daraus kriegen wir den grünen Algen. Und die braunen Algen können wir zu Fasern ummodeln. Die Fasern zu Pellets, die Pellets zu Briketts und die Briketts zu Kohle. Steine haben wir hier, und zwar über hier unten. Da zerlegen wir einfach Wasser in die Gasform und haben also in dem Produkt Schlacke. Und die Schlacke können wir verarbeiten zu Steinen. Und aus den Steinen mache ich Landfill bisher. Wir haben aber noch nicht die Schlacke, also diese flüssige Schlacke, die Slag Slurry. Das sollte mit einer meiner nächsten Schritte sein, denke ich. Um die Erze herzustellen. Unter Metallplatten und, ne? So ein Gedöns. Das grüne Zeug geht irgendwie ziemlich schnell weg. Braun. Braunalgen, warte. Was machen wir mit dem Braun? Ja, das können wir aus den Grünen herstellen. Achso, und warte, grüne Algen können wir auch herstellen, indem wir braune Algen mit dem Stein zerstampfen. Das klingt komisch. Psst, sonst... Ja. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Braun anfangen soll. Findet sie bestimmt noch was. Achso. Ne, das sind auch wieder die Holzpellets. Methanolgas. Sodiumcarbonat. Können wir aus Purified Water. Das wäre das da. Plus Braunalgen herstellen. Das mache ich doch mal. Also ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche. Aber ich mach's schon mal. Heißt, nimm ein Ding davon. Bau das hier hin. So, Flüssigkeit kommt von da unten. Das heißt, wir sollten das Ding jetzt nicht mehr schreddern. Da kommen braune Algen rein. Und wenn wir jetzt ein Ärmchen hätten, könnten wir die braunen Algen von hier aus direkt rüberlegen. Und von da aus in die Kiste. Aber ich habe keine Ärmchen. Und ich habe keinen Bock, irgendwelche befeuerten Ärmchen hinzustellen, wo ich dann alle 5 Minuten Holzpellets nachschmeißen muss oder so. Ist ja doof. Gib, gib, gib. Wie viel Lenfel habe ich inzwischen? Hält sich so. Und wir haben immer noch nicht genug... Ja, wahrscheinlich haben wir genug Akkus, aber wir haben nicht genug Solarpanels, um die Akkus tagsüber voll zu kriegen.
Ja, nicht schön. Was bist du da oben eigentlich? Enable Inserters GUI Mode. Ach, das sind die um die Ecke Inserter. Das ist noch nicht so wie. Was ist? Da komme ich nicht durch. Das ist unschön. Ich überlege gerade, ob ich das hier gerade irgendwie umbauen sollte. Ja, dreh das mal. Dann sparen wir da was. Du kommst einfach da und hier die. Passt alles. Das ist das Richtige, ne? Saline Water, ja. Geht rein. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ach, weil das hier weg sollte. Okay, und dann kommst du mal weg. Und wir machen das nicht hier, sondern hier. Da ist ja eh noch Platz. Und dann bauen wir dich da hin. Und fokussieren direkt Anschluss. Was sind die hier eigentlich? Crushed Cold Purified Water macht Sulfuric Waste Water und Clean Cold. Nein, es gibt keine saubere Kohle. Carbondioxid und Coke macht Carbon. Oh, Feier. Carbondioxid. Kann ich aus Kohle herstellen, aber ich stelle momentan Carbondioxid aus Pellets her. Ja, das ist okay, weil eventuell ist es effektiver aus Kohle das direkt herzustellen, aber Kohle stelle ich wiederum aus Pellets her. Das, nee, ist okay. Das hier wollte ich eigentlich. Purified Water da rein. Braunalgen da rein, alles gut. Schon kann ich mich wieder hier frei bewegen. Super. So, das sollte jetzt doch eigentlich gut was an. Oh ja, an Landfill geben. Schön, schön. Hier können auch noch mal ein paar hin. Das da kann übrigens auch weg, ne? Dann können wir hier auch noch einen hinsetzen und die Pumpe dahin bauen. So, nochmal mehr. Brutzel, brutzel, brutzel. Schön, schön. Ja, 20% rum bei den Dingern und der Tag hat gerade erst angefangen. Das sollte passen. Nächster Schwung auf der Seite. Bald habe ich keine Solar Panels mehr. Dann wird es kritisch mit Stromverbrauch und dergleichen, weil Solar Panels herstellen, das, nee. Das muss noch ein bisschen warten. Aber sieht gut aus. Und im Notfall kann ich auch gewisse Sachen hier abkappen, die ich nicht so wirklich brauche, wie die Braunalgenproduktion. Wir haben jetzt eigentlich schon genug Braunalgen. Ich muss sie nicht jedes Mal wieder rauspflücken. Und ich habe jetzt auch Sodiumcarbonat für was auch immer. Ja, wir kommen jetzt langsam doch in den Bereich, wo ich noch einen zweiten Ore Crusher aufbauen könnte. Wenn denn Platz da wäre. Also weil ich immer nur den einen hier 200 reinschmeiße und dann vergesse das regelmäßig rauszuholen. Wenn ich denn zwei davon habe, dann vergesse ich es auch trotzdem regelmäßig rauszuholen. Aber ich habe eine doppelte Ausbeute, die ich dann raushole, wenn ich es raushole. Ne? Ja. Also ploppen dich direkt daneben und du kriegst dasselbe Rezept. Zack.
Gut. 100 da drin, mehr als 100 da drin, noch mehr Stein. Und die Akkus sind gleich voll. Bin noch nicht mal Abend. Sehr gut. Also Strom bin ich erstmal einigermaßen zufrieden mit. Ja, der da unten muss sein. So, sind jetzt noch 8 Panels über. Nochmal 3 hier, nochmal 3 da und eventuell hier 1, 2 in die Mitte mit reinklatschen. Dann sind wir damit dicht und die gesamte Westen der Insel ist dann fertig. Vorerst. Osten der Insel. Ich brauche eine neue Spielwiese, wo ich alle Gebäude einmal hinstelle, gucke, welche Rezepte momentan zur Verfügung stehen und was so die nächsten Schritte sind. Also was ich mit dem Sodiumcarbonat anfangen kann. Oder wie ich zu der flüssigen Schlacke komme. Das wäre, glaube ich, mit am wichtigsten. Das ist nach Kupfererz. Copper Waste Byproduct. Ja. Es wird noch sehr lustig und sehr frustrierend, alle Zwischenschritte rauszubekommen. Vor allem für diejenigen unter euch, die wissen, was man machen muss. Das muss die Hölle sein. Gut, dass es für mich blind ist. Nein. Calciumchlorid, nein. Das ist alles Reinigung. Hier, Slag Slurry brauch. Slag und Sulfuric Acid. Schwefelsäure. Oder schwefelige Säure. Ich verwechsel die beiden immer. Was man nicht tun sollte, weil die sind doch eigentlich nicht anders. Ja, okay. Also, Ziel. Ne? Wo ist mein Zettel, den ich in 2 Tagen wieder verloren habe? Da. Schwefelsäure. Steht drauf. Wie stelle ich Schwefelsäure her? Was ist ein Evolit? Nein. Sulfuric Wastewater ist aus Schwefel. Ja, wie kriege ich Schwefel? Hier aus Hydrogensulfidgas. Sulfuric Acid. Das ist das, ne? Genau das brauche ich. Okay, also Vorschritt von Schwefelsäure ist Sulfurdioxidgas plus Wasser. Oh, das schreibe ich jetzt nächstes auf. Also, okay, nächster Schritt. Wie stelle ich Sulfurdioxidgas her? Aus Schwefel. Ich brauche einen anderen Zettel. Schwefelsäure über der Schwefelsäure Sulfurdioxid. Und darüber einfach stinknormalen Schwefel. Plus Sauerstoff. Plus O. Okay, ganz normaler Schwefel. Wie kriege ich ganz normalen Schwefel? Das wird tierisch viel Platz brauchen. Richtig viel Platz. Ich sehe hier nirgendwo ganz normal Schwefel. Nee. Das ist nicht gut, oder? Wooden Board. Das ist für die ersten Chips, nein. Nö. Ich sehe kein Schwefelsymbol. Mist. Na gut. Machen wir es auf die altertümliche Methode. Schmeißen noch einmal hier alles an. So. Und bauen dann jedes Gebäude einmal auf. So, du hast hier, genau, Schwefelsäure. Nirgendwo irgendwas mit Schwefel. Kein Schwefel. Gut, das Gebäude schon mal nicht. So. Also weder Liquifier noch Chemical Plant, weil die haben die identischen Rezepte. Nee, Petrochemical Refining. Da sind die anders. Okay, also Liquifier kann ich dafür schon mal nicht benutzen. Lass ich trotzdem da. So, hier. 3x Schwefel.
Sauerstoff und Hydrogensulfidgas. Wie kriege ich Hydrogensulfidgas?